Liebe Zuseherinnen und Zuseher, nach einer längeren Ferienpause melde ich mich wieder zurück mit den spirituellen Impulsen. Wir haben ja eine Reihe eröffnet mit Heiligen aus dem Orden der Karmeliten bzw. der Karmeliterinnen. Heute möchte ich nach Therese von Lisieux, eine weit weniger bekannte Heilige, Ihnen vorstellen, Elisabeth von der heiligsten Dreifaltigkeit, auch Elisabeth von Dijon genannt, weil sie 1901 in den Karmel von Dijon eingetreten ist. Ähnlich wie bei Therese ist es ein Leben, das wie eine Kerze scheint, die an beiden Enden angezündet ist. Ein Leben, das von mystischer Glut ergriffen wurde und sich verzehrt hat, ganz für Gott. Elisabeth wurde 1880 geboren, trat doch wie gesagt 1901 in den Karmel ein. Sie hatte ein tiefinniges Verhältnis zum dreifaltigen Gott. Sie hat im Grunde das gelebt, was Taufe uns vorgibt, das Eingesenktsein in den dreifaltigen Gott. Hier liegt ihre mystische Begnadung in die Dreifaltigkeit in sich aufzunehmen und ganz in ihr zu sein, in ihr zu weilen. Das ist das, was wir Wandel in der Gegenwart Gottes nennen. Elisabeth ist bald erkrankt an der Addisonschen Krankheit, einer Störung der Nebennierenrinde, die damals unheilbar war, außerdem an Tuberkulose. Und so ist sie Opfer dieser beiden Krankheiten geworden und erfüllt, gleich wie Therese, das Wort des heiligen Paulus: mit meinen Leiden ergänze ich das an den Leiden Christi für die Kirche, was diesen noch fehlt. Mehrere Schriften sind von ihr überliefert, die sich ganz mit dem dreifaltigen Gott beschäftigen. Der dreifaltige Gott, so lehrt uns der Katechismus, hat in unserem Herzen bei unserer Taufe Wohnung genommen. Er erfüllt uns, wenn wir unser Herz ihm öffnen. Jeden Tag bekennen wir kurz, dass wir an diesen dreifaltigen Gott glauben, wenn wir das Kreuzzeichen über uns machen oder wenn wir beten: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Sind wir vielleicht auch nicht so mystisch begnadet wie Elisabeth von der Dreifaltigkeit, so dürfen wir doch über diesen dreifaltigen Gott nachdenken und betrachten. Der Vater, der uns geschaffen hat, der Sohn, der uns geliebt hat unendlich, dass er uns am Kreuz erlöst hat, und der Heilige Geist, der uns Heiligung verleiht. Auch wir sind eingesenkt in ihn. Er erfüllt unser Herz seit unserer Taufe. Das gibt uns großes Vertrauen und Stabilität in unserem Leben, denn wir wissen, Gott ist alle Zeit mit uns. Behüte sie Gott. Alles Gute und Gottes Segen.